Hallo und herzlich willkommen bei dem nächsten Part von Pflanzen gegen Zombies. Die letzten beiden Parts waren ja ein bisschen kurz. Und wir haben das Lexikon gekriegt und ein bisschen Zeug. Und wir machen jetzt das Level mit dem Football-Zombie und dem Hypnopilz. Und wir spielen weiter. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Da war dieses... diese zwei Quadrate. Und dann hat mich Skype getötet. Nein. Skype hat mein Aufnahmeprogramm geschlossen. Das ist passiert. So, da ist schon gleich das erste Grab im Weg. Das werde ich mir jetzt holen. Und es gibt sogar eine Goldmünze dafür. Oh. Ha, diese Goldmünze ist Geld wert. Ich brauche unbedingt eine Distanzpflanze. Der Stinkpilz macht ja immer nur 4. So, da kann ich auch hier das Grab. Wieso steht auf jedem zweiten Grab verblichen? Oh oh. Man sieht, der Betrag an Geld erhöht sich ein wenig. Aber das ist immer noch nicht genug für das, was ich haben will. Happy Dave wird mir dann wieder einen zu... Jetzt schon? Ach ja, stimmt. Ich habe ja den Hypnopilz gekriegt. Da ist das normalerweise kein Problem, aber ich habe ja eben diesen... Ja, fress den halt noch auf. So, es rennt in die andere Richtung, ist etwas lila näher, rosa näher und wird jetzt andere Zombies fressen, wenn sie ihn treffen. Oh, ist ja schon wieder fast alles zu Ende, also ja, hier ist ein kurzes Level, da bin ich froh, weil dieses mit dem Football-Zombie und... Ah, nein, 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 nein. Ah, zum Glück, er ist noch rechtzeitig fertig geworden. So, gleich habe ich es geschafft. Nicht mehr lange. Ich will aber mindestens 2 Reihen von jedem machen. 2 Reihen Pustepilze habe ich schon, 2 Reihen Sonnenpilze habe ich auch schon. Nur die 2 Reihen Stinkepilze fehlen noch. Aber ist ja eklig zu Ende. Jo. Und da kommt der Football-Zombie, fress das hier. Ich könnte das... Ja, jetzt sieht man es. Da hat er gerade den anderen Zombie aufgefressen. Apropos auffressen. Norm. Ja, genau. Den anderen. Du solltest den anderen fressen. Schnapp her. Jetzt nur noch dieser Pylon-Zombie und da kriege ich was Neues. Eine schöne Pflanze. Und da ist die Distanzpflanze, die ich wollte. Yay! Und natürlich noch 300 Pflanzen gegen Zombies-Dollar. Der Angsthasenpilz. Distanzschütze, der sich versteckt, wenn sich Feinde nähern. Er kostet nur 25, schießt dafür auf Distanz, aber wenn ein Feind in der Nähe ist, dann macht er sich klein und versteckt sich unter seinem Hut. Und das ist manchmal ziemlich nervig und blöd. Mehr brauche ich nicht. Und jetzt sieht man schon richtig viele Gräber. Was hat der Friedhof in meinem Garten verloren? Oh, oh, und da muss ich wieder eine Reihe freilassen. Wegen die Angsthasenpilze. Reserviert für Distanzschützen. Und da kommt auch schon der erste Zombie. Wenn man meine Stimme so schlecht hört, dann liegt es daran, dass ich hier hin und her wippe, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, weil ich eben den Minecraft-Part hinter mir habe, wo ich fast dreimal gestorben wäre.
Im selben Part. Und der geht nur 20 Minuten. Da habe ich leider 3 Level verloren. Aber wir spielen ja hier Pflanzen gegen Zombies. Da muss ich über andere Pflanzen gegen Zombies tastische Sachen reden. Der erste Pylon-Zombie und dann mache ich einen Angsthasenpilz. Oh komm, ich mach mal Future. Aus Spaß. Also, wer die ersten Parts nicht gesehen hat, wenn man Future eintippt, dann kriegen die Zombies solche hässlichen Brillen. Oh je, so viele Münzen. Die ganzen Gräber geben ja so viele Münzen. Ganz, ganz viele. Ich frage mich gerade, wie man eigentlich Aufnahmen auf dem Nintendo machen könnte oder kann. Das wäre nämlich auch interessant. Wenn ich das wüsste, dann würde ich auch ein paar Let's Plays auf dem Nintendo machen von so Spielen. Also nicht die Firma, sondern Nintendo DS Ding. Ich rede über alles, nur nicht Pflanzen gegen Zombies. Yay. Ich mache meinen Angsthasenpilz. Der hat unendlich Reichweite. So wie die Tagpflanzen auch. Und ja. Wenn dann Gegner in einem Umkreis von, ich glaube, einem Block sind, dann werden die schön... also dann verstecken die sich schön davor, ja. Jetzt kann ich mir mal mit den Gräbern ein bisschen Zeit lassen. Es kommt ja gleich eine Welle. Und... naja. Außerdem habe ich ja zwei Dingens Zeit. Ich brauche 75 für den Hypnopilz und 75 für den Stinkpilz. Denn es gibt ja auch Fliegengitterzombies in diesem Level. Die habe ich ganz, ganz doll gesehen. Ich habe sie ganz, ganz doll gesehen. Ja. Gute Grammatik. Applaus. Da kommt der Flaggenzombie. Ich schalte mal Future mal eben aus und mach Mustache an. Der Mustache. Ich sag Mustache. Ich sollte mal mit den Stinkpilzen anfangen. Ich kriege ja jetzt richtig viele Sonnen. Wie 2 Reihen Sonnenblumen. Aber sie haben mich nur die Hälfte gekostet. Aber bei 2 Reihen Sonnenblumen muss man halt damit leben, dass man ganz schön viel rumklickern muss. Und wer das nicht leiden kann, der soll bei einer Reihe Sonnenproduktion bleiben. So, da ist auch schon der ersehnte Fliegengitterzombie, der mir eigentlich gestohlen bleiben kann, aber wenn er unbedingt herkommen will, soll er doch. Du wirst eh sterben, du kleiner Fliegengitterzombie. Ich rasiere dich mal. Aha, jetzt siehst du schon viel dümmer aus. Obwohl. Ich überlege mir gerade, ob ich die Reihe hier Hypnopilze mache, aber... ich lasse es mal. Die laden sich ja so extrem langsam auf und dann fehlt mir nur noch einer und da unten kommt dann der Football-Zombie und dann muss ich den mit der Kirschbombe töten. Das wäre blöd, weil Kirschbomben will ich mir aufheben für die letzte Welle. Ich sprenge ja immer gerne diese Zombies weg. Oh, und im nächsten Level gibt es wieder einen neuen besonderen Zombie. Über den kann ich wieder so ein paar Sachen erzählen. Und im Moment kann ich einfach nur still sein und... naja.
den, wenn ich den Soundtrack anmache. Oh, ein Diamant! 1000! Also die Sounds klingen ungefähr so bei den Pilzen oder so. Und die Sonnen machen Kling. Und ja. Die Musik könnte ich mal wieder anmachen, aber die ist hier nicht so schön, finde ich jedenfalls. Die ist wirklich in den Bosskämpfen am besten. Ich glaube, ich laber wieder Sachen. Da unten kommt der Football-Zombie. Hier kommt meine Kirschbombe. Da oben kommt der Stinkpilz oder die vielen Stinkepilze. Und hier ist ein neuer Pilz. Der Eispilz. Juhu. Lässt vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm erstarren. Der ist ziemlich cool. Wenn man ihn setzt, friert er einfach alles ein. Aber nicht wie die Hagelzuckererbsen in der Hallen. Der lässt sich ein paar Sekunden einfach nicht mehr bewegen. Ziemlich cool. Genauso wie die Hagelzuckererbse und der Eintrag. Und da ist auch schon der Tanzzombie. Der Elvis-Tanzzombie. Früher war es ja ein Michael Jackson-Tanzzombie, aber jetzt ist es ein Elvis-Tanzzombie. Michael Jackson hat aber besser gepasst irgendwie. Aber wenn das die Entwickler nicht anders wollen. Oh, erstaunlich wenig hier. Gräber. Im letzten Level sind es dann wieder richtig viele. Und dann kommt wieder so eine schöne Boss-Battle-Dingens. Und wo kommt er? Wo kommt er? Er kommt ganz oben. Der Eispilz. Ach ja, und der letzte Pilz, der ist wieder so wie der Duplinator. Eigentlich einer der besten Pflanzen, die man auch gerne mal einsetzt. Mit dem Unterschied, dass es eine Notfallpflanze ist. Aber ich will ja nicht so viel spoilern. Das müsst ihr dann schon selber sehen und das Video angucken und so. Ich kann ja mal einen Bonus-Part machen, wo ich alle Zombies und Pflanzen vorstelle in so einem Lexikon, in diesem Lexikon. Ja, da gibt es dann schön viele Aufrufe und Likes. Hoffe ich, wenn ich das überhaupt machen werde. Ich denke aber, ich vergesse es, so wie alle anderen Sachen auch. Nach meiner Rechnung muss dieser Part hier 30 Minuten lang werden, weil in den letzten beiden Parts ja jeweils 5 Minuten gefehlt hat. Wow, das ist ein langer Pflanzen gegen Zombies Part. Ich mach mal hier eben den Angsthasenpilz. Es ist übrigens die Lieblingspflanze vom Solly. Der kommt in meinen Minispielvideos von Minecraft vor. Das ist die Lieblingspflanze von ihm. Der Angsthasenpilz. Interessiert zwar keinen, ich sag's aber trotzdem, weil ich nichts zu tun habe, außer hier rumklickern und... Naja. Fast wie Cookie-Clicker, wenn man zwei Reihen Sonnenblumen hat. Und da kommt er auch schon. Da mache ich immer Stinkpilze, weil er beschwört andere Zombies, die er ständig regenerieren muss. Und man muss ja alle treffen, also Stinkpilze trifft ja auch alle. Und deswegen ist es empfehlenswert. Blöder Tanzzombie. Nein, jetzt frisst er meinen teuren Stinkpilz weg. Blöder Tanzzombie. Wow. Hatte ich nicht eben noch 1100? Jetzt habe ich schon 3600. Warte, mir fehlen noch genau. Das muss ich jetzt mal eben ausrechnen. 6380. Genau. So viel fehlt mir noch. 6380. Dann habe ich genug für meine Lieblingspflanze. Aber das dauert noch ein paar Stages. 2 von insgesamt 5 Stages. Also am Anfang und am Ende der Stage, also wie jetzt so, da ist es immer am interessantesten, meiner Meinung nach. Aber halt so die mittleren 3 Levels ist es eigentlich am langweiligsten. Es sei denn, da gibt's coole Pflanzen.
Was ist schon die letzte Wave? Dann muss ich jetzt mal den Eispilz benutzen. Wusch. Wow. Das sieht ja so. Ah ja, das habe ich fast vergessen zu sagen. Man kann den Tanzzombie hypnotisieren mit dem Hypnopilz. Dann macht er auch hypnotisierte Tanzzombies. Und das ist richtig cool. Und hier ist er. Nur 125, aber der Unheilspilz zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. Ja, er ist sowas wie eine Super-Kirschbombe. Nur halt, dass er einen Krater hinterlässt, den man nicht bepflanzen kann, und der wächst dann irgendwann nach. Ich will ihn euch aber zeigen. Also muss ich was weglassen. Ach komm, den Hypnopilz. Wer braucht den schon? Oh, jetzt sind es ja richtig viele Gräber. Dankeschön. Oh, das ist das letzte Level. Danach kommt wieder ein schöner Bosskampf. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ich noch let's playen soll, außer zum Teil T-Worlds oder Minecraft oder Pflanzen gegen Zombies. Ich habe noch zur Auswahl Worms Revolution, aber da habe ich ja bisher einfach nur die Puzzles gemacht. Ich könnte aber auch die normalen Levels machen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schwer, weil da bin ich nicht so gut. Da könnte das ja, da wird das wahrscheinlich ewig dauern. Und mit ewig meine ich auch ziemlich ewig. So ewig wie noch nie. Okay. Mache ich jetzt noch Angsthausenpilz. Oh, hier ist ja gleich jetzt schon ein Grab. Das muss weg. Ich weiß jetzt einfach nicht, was ich sagen soll, weil es gibt nichts zu sagen. Jetzt im Moment. Außer, dass ich Eidechsen mag und dieser Pylonzombie sterben muss. Ich frage mich, ob Dappy Dave auch Zombie-Probleme hat. Es wäre lustig, wenn man zuschauen könnte, einfach wie andere Spieler auf der Welt Pflanzen gegen Zombies spielen. So ein Viewer, dass man bei anderen zuschauen kann. Die können das dann so in einem Pflanzen gegen Zombies YouTube, was gleich im Spiel einprogrammiert ist, hochladen. Ja, das wäre lustig. PVZ-Tube. Sowas braucht jedes Spiel meiner Meinung nach. Jetzt mache ich auch mal zwei Reihen Angsthasenpilze. Ist halt ein bisschen riskant, weil wenn die Zombies dann an dem hier nagen, dann bückt sich der eine und hat Angst. Wie man am Namen eventuell bemerken könnte. Ich höre im Hintergrund einen Müllwagen vor unserem Haus. Glaube ich zumindest. Hat so gepiepst und dann gekracht. Ich kümmere mich mal lieber um die Verteidigung als um die ganzen Gräber. Ich weiß, da kommt zwar Geld raus, aber ich kann aber auch einfach alles zufällig und nach der Reihe machen. Und ja, wie Pflanzen gegen Zombies halt. Jetzt kommt die erste Welle. Ah, jetzt habe ich die Pustepilz falsch gepflanzt. Das war blöd. So, jetzt kann ich erstmal keine Gräber machen, weil jetzt ganz viele Zombies kommen und... Oh Mann, wieso habe ich die... Wieso? Ich mache jetzt doch eh eine Reihe, also es ist doch egal. Ja, ich könnte die Ihnen euch zeigen, aber das mache ich erst bei den letzten finalen Wave.
Haha, Trollo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 l. Na. Spaß, ich könnte es auch einfach an einem Zombie zeigen, aber es wäre ein bisschen blöd, weil Krater und Verschwendung und lange Aufladen und so weiter. Mindestens 5 Zombies müssen auf dem Bildschirm sein. Wenn man den Unheilspilz in die Mitte pflanzt, dann ist der ganze Bildschirm davon betroffen. Also, das kann ich jetzt zeigen. Ich hier einfach diese... Es geht, glaube ich, 5x5 hat der, glaube ich, Reichweite. Und wenn man den ganz unten macht, dann hat der halt nur 3 hoch, weil es geht ja nach unten, aber da ist nichts. Also, puh. Jetzt kann ich nur noch die Gräber wegmachen. Da hinten die Angsthasenpilze sind auch tolle Distanzschützen. Also, das hier ist in einem Nachtlevel, also so wie jetzt gerade, eigentlich ziemlich... Ich mache einfach mal den Eispilz, weil das so cool ist. Ja, keine originalen Sprüche mehr oder originellen Sprüche mehr. Lexikon. Naja. Jetzt seid nicht so ungeduldig wegen dem Unheilspilz. Der kommt ja gleich. Ja, diese Formation finde ich schön. 2 Stinkpilz rein, 2 Angsthasenpilz rein. Das ist perfekt. Ich musste es noch schnell auffressen lassen und also habe ich viel Money. Jetzt ist er geschluckt. Okay. Genießt es. Untergang. Und da kommt gleich noch ein Pilz raus. Und da ist der Krater. Ai. Der ist cool. Ja. Und da kriege ich den Zettel. Ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Das kann noch rein. Das passt doch in den Part. Hallo, wir kommen gleich auf ein Häppchen vorbei. Während Eis und Gehirne, okay? Herzlichste Zombies.